Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Staffel 6 Barfuß. Wir befinden uns im Archäologencamp. Ja, das sind Archäologen, weil sie sind alle arschig zueinander. Wir sind im Archäologencamp mit Ben, der hier seine, ja, Studien endlich fortsetzt. Und gerade eben schliefen sie noch alle. Jetzt sind sie wieder alle unterschiedlich am Zelte wechseln. Zumindest im Zelt von Ben schlafen anscheinend die ganzen Mädels. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder... ich will nur... Erinnert ihr euch noch an den Busch in der letzten Folge? Als der so gestunken hat, weil da einer reingepolert hat? Ja, wenn das ein schöner Schlafplatz ist, ist das ein schöner Schlafplatz. Bin mal gespannt, wann die alle aufwachen. Und wie der dann riecht. Ja, erstmal machen alle irgendwie Liegestützen. Ja, dann hopp, Ben, gib pullern. Der Morgen ist eher ein bisschen trüb und trist. Wo gehst du lang? Du könntest doch auch hier... Kannst du hier nicht durch? Er muss da durch. Naja, wie dem auch sei. Er wird schon den kürzesten Weg nehmen. Ja, Toilette benutzen. Das hast du jetzt zweimal als Interaktion bekommen. Keiner von denen wechselt seine Kleidung bis jetzt. Dieses Camp muss gut riechen. Alleine mit diesem Zelt. Und das hier ist ja auch schon ein bisschen eklig. Und das ist eklig. Und das hier ist eklig. Alles hier ist eklig. Boah, ich räume das nicht alles weg. Das können die ruhig selber machen. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Du hast doch jetzt deine eigene Forschungsstation, nicht wahr? Dann kannst du jetzt hier deinen eigenen Arbeitsplatz wählen. Dann stellen wir das hier mal auf. So, hier. Und dann kannst du hier dran auch deine Dinger... Ben muss zu Hause sein. Das will ich doch gar nicht. Du sollst... Achso, du kannst nur authentifizieren. Du kannst nicht freilegen? Ich bin gerade super verwirrt. Okay, wir müssen noch mehr archäologisieren. Dann geh mal archäologisieren. Los jetzt, du hast Pullern. Okay, du stinkst jetzt auch gleich. Es regnet. Du musst doch ein bisschen... Ist er jetzt dreckig geworden, weil er diese Toilette benutzt hat? Das kann ich absolut nachempfinden. Moment, dann geh jetzt erstmal bitte... Was ist hier los? Unwohl, verstopfte Nase. Oh nein. Oh, das Erste, was bei Ben passiert, ist, er geht in den Dschungel und kriegt erstmal eine Erkältung. Von dem vielen Regenwetter, was man ja auch verstehen kann. Das schmifft ja hier nach Stinkewürstchen. Dann gehe ich mal mein Müsli essen. Ihr guckt halt auch überhaupt nicht glücklich. What the hell? Wie ist das jetzt mit den Klamotten? Die landen nicht in dem Wäschekorb, oder? Oh, so schade. Ich hätte echt gern gesehen, wie sie alle hier versuchen, das zu bearbeiten. Und im Sommer gibt es hier im Dschungel wohl nur Regen. Ist das Monsunzeit? Oh, das ist ja voll fies, der arme Ben. Ich wollte gerade sagen, zieh dich bitte nochmal an. Oh nein, ist halt wirklich richtig krank. Hatten wir nicht noch einmal Medizin? Ja, bitte, nimm Medizin. Dann weißt du was, wenn das Wetter heute so kacke ist und alles läuft nicht gut, dann... Oh Gott, das ist alles voll eklig. Dann grab doch hier bitte einfach nochmal was Neues aus, ja, damit du ein bisschen wegkommst von dieser Siffe. Ha, Sport! Ich mach so gerne Sport! Ladida! Ja, ja, das kann die mal machen. Also sie hier, sie bekommt von mir diese Yeah, ich bin cool Stimme. Ich kann nicht so viele verschiedene Charaktere nachmachen. Und sie ist halt so ein bisschen mehr mädchenhaft und so ein bisschen, ja, Bitch. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann denn die Charaktere gut unterschiedlich darstellen. Auch anhand halt ihres Charakters. Und Ben Lost, du willst hier mal so ein bisschen, so ein bisschen buddeln. Ich will, dass er ein bisschen vorankommt und dann entscheidet er sich wahrscheinlich doch in den Dschungel zu gehen, weil er einfach keinen Bock hat. Erstens auf dieses ganze Plötterwetter und mit seinen Kollegen da zu arbeiten. Ich weiß nicht, wir müssen gucken, dass wir dann irgendwelche coolen Interaktionen austauschen können zum Thema Archäologie. Müsste eigentlich gehen. Auch zum Thema El Salvadoran, wie heißt der Ort nochmal? Was ist das? Wie heißt das? Das ging doch irgendwie, man konnte darüber reden. Moment, wo ist das? Hier stand das doch irgendwo. Nein. Nein. Über unwohle Stimmung reden. Genau, wir reden mal mit unserem Kevin-Verschnitt. Wie könnte das wohl sein, dass jemand so einen Kevin-Verschnitt... Wie ist das wohl? Also Kevins Herkunft war ja mal so ein bisschen Rätsel. Tom Reiners Lara Soft bringt ja richtig Kohle. Geil. Ja, könnte ja sein, dass die da... Vielleicht sind die ja verwandt, man weiß es nicht. Ich wollte nur mal sagen, ich guck dir gerne in die Augen, wa? Die in die Augen gucken, das finde ich super.
Und die stehen einfach rum im Regen. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was ist das hier? Das Grundstück kann während dem Urlaub nicht bearbeitet werden. Das bedeutet, ich kann nicht mal die Sim dazu zwingen, dass sie sich bewegen, sondern wir haben diese festgefrorene Interaktion, bis ich den Spielstand neu lade. Moment! So, jetzt. Ja, wie ist denn das mit der nassen Socke? Wie macht denn ihr das hier in eurem Land? Das mit der nassen Socke finde ich jetzt nicht so gut. Boah, jetzt sind sie wieder festgesteckt. Ich raste aus. Ich raste einfach aus. Das ist so verwirrend zwischendrin. Reden die dann wieder miteinander und bewegen sich und machen Dinge? Und dann bleiben sie wieder für eine halbe Stunde stehen. Ich glaube, die haben einfach gerade so eine Art Versammlung und sind alle über den Regen so unglücklich, dass sie keinen Bock haben, miteinander großartig zu quatschen oder sowas. Beschwer dich über deine Probleme, Ben. Beschwer dich über deine Probleme. Das finde ich jetzt hier... Das ist alles zu feucht. Ich mag das nicht, wenn das so feucht ist. Finde ich jetzt richtig kacke. Hey, geh mal aufs Sportgerät, du Fetti. Das finde ich jetzt aber nicht so nett von Ihnen. Aber ich fühle mich angespornt, ein bisschen mehr Sport zu machen jetzt spontan. Scheiß Mücken. War jetzt nicht böse gemeint, aber wenn du hier durch den Dschungel kommen willst, mein Schwammelchen, dann musst du schon den Überflieger machen, weil das ist sehr anstrengend hier. Finde ich jetzt nicht, dass ich jetzt einen Überflieger machen muss, weil ich... Denn je halt, ich wollte eh nicht mit dir reden, blöde Zimtzicke. Kacke jetzt. Ich hasse das hier jetzt voll. Was ist denn für eine Kacke, ey? Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Das mit dem Studium, wo ich dich gut ist und dass ich tolle Leute kennenlerne und dass ich jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Freunde finde oder was weiß ich nicht was, Leute, die mich verstehen und die das gleiche Interesse haben wie ich, war. Und jetzt ist das hier Kacke. Jetzt räume ich hier auf und bin ja voll der Prakti. Weil die alle viel besser sind so in Archäologie als ich. Finde ich jetzt ziemlich scheiße, wa? So, ich kipp das jetzt mal weg. Ich schmeiß das einfach weg, Mann. Das kommt alles weg jetzt und ich weiß jetzt auch nicht. Die könnten doch auch mal abwaschen, wa? Ich finde das jetzt nicht nett. Nur weil ich hier der Anfänger bin, weil ich nicht so viel verstehe. Warum stinkt denn der Busch wieder, wa? Das finde ich richtig ekelhaft. Alle gehen sie hier ihrer Arbeit nach, ne? Das war's dann auch wieder. Wenn ich das jetzt hier übrigens einschalte, fangen die dann an, das auch alles zu machen? Wir können hier keine Gruppenversammlung machen. Das ist irgendwie blöd. Schade, weil dann könnte ich sie dazu bringen, dass sie diese ganzen Interaktionen machen, die in der Gruppe angegeben sind. Irgendwie blöd, dass man das nicht an seinem Urlaubsort machen kann, wenn die Leute schon mit dabei sind. Oh, guck mal, hier sind noch Würstchen. Dann kannst du jetzt noch Tofu-Würstchen nehmen, weil du nämlich ganz viel Hunger hast. Und dann würde ich sagen, packen wir es nochmal, kaufen ein paar Sachen auf dem Markt und stecken Ben einfach in den Dschungel. Ich finde es ja super, dass er sich das Würstchen auf dem Weg einfach mitgenommen hat. So durch den Regen geht er jetzt mit dem Würstchen hier einkaufen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich will nicht mehr in dem Camp sein. So, ich kaufe jetzt hier Käse und so einen Kack und dann bin ich hoffentlich ausgestattet. Dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, wa? Ich hätte... Ja, hör mal auf zu labern, wa? Ich will das jetzt haben. Hier, gib mir das alles. Okay, wir sind wirklich sehr gut für den Dschungel ausgestattet. Wir haben einige Insektenwegdinger... Okay, wir haben nur einen Feuerschlucker. Das ist schlecht. Da hätte ich gerne mehr von. Vielleicht kriegen wir ja noch einen anderen Stand zusammen. Das ist zu wenig Fertigkäse. Kauf mehr Fertigkäse. Mehr Fertigkäse, mehr Fertigkäse. Mal gucken, ob ich Ben ordentlich ausgestattet bekomme. Also, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ben gut ausgestattet ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und noch mehr kaufen. Und noch mehr kaufen. Und noch mehr kaufen. Und mehr kaufen. Ey, wir sind nach dem Urlaub pleite, wenn Ben nicht in der Lage ist, total die coolen Sachen auszubuddeln. Huch, was ist jetzt los? Wir haben eine Gruppenversammlung begonnen. Wann haben wir denn eine Gruppenversammlung begonnen? Oh, Touristen. Oh, wie cool, Touristen. Endlich sehe ich hier mal Touristen. Das finde ich ja voll abgefahren. Das ist Manuel Kreitz, den kennen wir. Eduard Sommerloch kennen wir auch. Seiji Watanabe. Ja, Mann. Ey, die ganzen Zim sind da. Achso, die machen hier gerade einen drauf in der Bar. Alles klar. Okay, dann werden wir uns heute hier dem nochmal anschließen, damit wir mal alle kennenlernen. Quatschen wir ein bisschen was. Oh, quatschen wir über Bücher. Voll gut. Ben, ja, mach das. Oh, es regnet ja immer noch. Ich dachte gerade irgendwie, es sieht ein bisschen aus, als würde der Himmel aufklaren. Tut er aber nicht. Gibt es denn hier nicht auch noch andere Sachen zu kaufen? Nur so Kack da. Ah, eine Machete. Na, vielleicht gibt es sie später noch. Alter, so viele Touristen, was geht denn hier ab? Da fühle ich mich jetzt gleich viel energieladender, wa? Ich wollte nur mal sagen, wa? Ich wollte sagen, ey, ich lese gerne Bücher. Ihr sollt mich hier auch mal kennenlernen. Okay, klar. Kannst du mir erzählen, habe ich kein Problem mit. Also, ich mag mehr so Musik, weißt du? So krasse, geile Beats.
Und dann rocke ich dazu in der Disco ab, wenn ich nicht gerade Archäologie studiere. Ja, das ist auch, bist eine Fesche. Finde ich gut, deine Haarfrisur. Habe ich kein Problem mit, wa? Ich wollte nur sagen, ich schreibe auch Bücher. Ist jetzt vielleicht mehr weniger die Literatur, die ihr alle so geil findet, aber die sind recht erfolgreich, wa? Ah, ich weiß nicht. Ich kann mir voll gut vorstellen, was du so für Literatur schreibst. Bestimmt so Dinge über Computerwelt und Nerdkram, oder? Habe ich jetzt so nicht gesagt, weil ich bin voller Kämpfer. Was soll denn das? Komme ich jetzt in eine Schublade? War nur ein Witz, Mann. So, weil ich... wieso ein Seg so aus, oder was? Keine Ahnung. Kommst du ein bisschen... Weißt du, ein bisschen distanziert zu uns rüber? Bist nie in der Schule und so gewesen? Eine glückliche Stunde für geizige Sim. Alle Getränke zum halben Preis. Yay. Unterhaltet euch mal ruhig weiter. Bisschen schmeicheln. Oh, meine Brüste spannen voll in dem Oberteil. Das sehe ich auch, war. Alter, worüber redet ihr denn gerade? Warum ist sie so kokett? Und was soll denn das jetzt hier? Gräbt sie jetzt Ben an? Wahrscheinlich so ein... ich hätte jetzt mehr Sonnenschein, aber bist ja auch ein echter Sonnenschein hier, war? Ich finde ja schade, dass wir uns, also nicht so, weißt du, so ausgetauscht haben, dass ich nicht so kennengelernt habe, ne? Ja, das ist für mich halt auch schwierig, weil ich bin halt, ich hatte halt auch nicht mehr das Geld fürs Studium, da habe ich Badewannen gemacht und jetzt habe ich jetzt das Geld fürs Studium, wa? Okay, sie hatte den Schirm hier innen drin immer noch an. Das ist auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen und sie trinkt aus einem unsichtbaren Glas. Voll in Ordnung und hier setzen sich wildfremde Menschen mit an den Tisch. Kann man machen. Hallo! Findet ihr meinen Rohan-Look cool? Sehe ich ihm ähnlich, bin sein größter Fan. Auf Facebook folge ich dem schon die ganze Zeit. Hey, was labert denn der junge Mann? Wer sind Sie überhaupt? Oh, CDs. Ich liebe CDs. Damit bewerfe ich immer Leute. Ich war noch im Krieg. Und da habe ich mich hier in der Kommode versteckt. Das finde ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, dass uns die Leute hier einfach so anlabern, als wären wir irgendwie so ein Teil ihrer Familie. Was will denn das alte Lama hier? Ich hasse Müll. Dass sie noch im Krieg waren, finde ich ja jetzt spannend. Aber was soll denn das? Wir kennen sie doch gar nicht. Wer sind denn sie überhaupt, wa? Hallo. Wer sind sie überhaupt? Ja, also ich finde jetzt nicht, Lara trollt die uns noch. Ja, Mann, das wäre voll kacke. Okay, hier wird gedanced. Alle sind happy. Können wir denn hier noch irgendwas anderes kaufen? Ich würde jetzt noch eine Machete holen. Und dann will ich noch ein bisschen Feuerzisch haben. Und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, dann sind wir auch erstmal gut, ne? Ich glaube, dann sind wir auch erstmal gut. Hat jetzt sie hier, da, die Valla Rothik? Neurotik, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Jetzt eigentlich Ben angemacht oder nicht? Oder ich glaube, die macht gerade jeden an. Und er glitscht sie. Okay, alles klar. Okay, keine... Meine Brüste hängen. Dankeschön. Meine Brüste hängen ganz tief. Alle so. Ja, dankeschön. Ich rede nicht mit Ihnen. Danke. Ist voll okay. Ich will nicht mit Ihnen reden. Lol. Einfach so random Hund. Roxy. So ein Pool. Alter, das macht mich fertig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Dun, 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 dun. Alle so. Oh, der Hund. Oh. Wieso hast du keinen Spaß? Du hast gerade mit Leuten gequatscht. Stell dich immer fröhlich vor und wir gucken, ob wir noch irgendwas kaufen können. Forschungszubehör nämlich. Also anderes Forschungszubehör. Gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. So, ja, gib mir Forschungszubehör. Ich hätte jetzt gerne Forschungszubehör, wa? Gut, also Archäologieband 1 nehmen wir auf jeden Fall. Das kleinste Riesenbett, nein, die brauchen wir alle nicht. Wir haben keine Tiere, das ist alles nicht notwendig. Nicht notwendig, nicht notwendig. Ich wäre dann dafür, dass wir für unterwegs vielleicht noch ein Zelt mitnehmen oder... Aber wir haben was zu essen und zu trinken unterwegs. Das sollte eigentlich gehen. Dann nehmen wir einfach mal nur den Band mit. Können wir uns mit denen auch über das Land unterhalten? Genau, nach dem Dschungel fragen. Ich glaube, die Frau weiß hier mehr. Ne? Ich meine, die kommt ja jetzt hier aus dem Business, auch aus dem Forscherbusiness. Im Dschungel soll es einen großen omniskanischen Tempel geben. Es heißt, es soll dort einen Schatz geben, aber die vielen Gefahren haben mich bisher davon abgehalten, selbst zu suchen. Alles klar. Haben wir auch wieder ein bisschen was über die Stadt, dessen Namen ich immer wieder vergesse, erfahren. Dann würde ich behaupten, lassen wir die Dudes jetzt bitte einfach hier, die sollen hier machen, was sie wollen, okay? Wir haben jetzt nahezu alles, was wir brauchen, um wenigstens ein bisschen im Dschungel voranzukommen. Ich schicke Ben jetzt erstmal wieder nach Hause. Und gucken wir mal, was wir sonst noch heute erledigt kriegen. Oh, Ben wird allein im Regen gelassen. Und
Okay, alles klar. Die Leute sind super seltsam. Archäologen sind super seltsam. Und er hat überhaupt keinen Spaß an gar nichts. Was sollst du denn hier eigentlich aktivieren? Das ist doch total gefährlich. Gut. Wo könntest du denn mal Spaß dran haben? Wildnisratgeber lesen, das vielleicht eher weniger? Ich meine, macht's vielleicht macht das ja Spaß. Haben wir irgendwelche Aktivitäten, die Spaß machen? Mit jemandem mal Witze austauschen, wäre ganz lustig. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, am Handy zu spielen. Oder wenn wir hier mal an den Computer dürfen, kann er auch ein bisschen zocken. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, er fühlt sich total unwohl. Ja, und die Dinger, wir finden keine Dreckklumpen zum Bearbeiten. Wir finden immer nur Sachen, die authentifiziert werden müssen. Das ist blöd. Das ist jetzt ungünstig. Oh, was ist hier los? Kein Wildnisratgeber lesen. Du willst mit... Hey, rede mit dem Förster. Pass mal auf jetzt. Oh ja, frag nach seinem Lieblingsautor. Komm jetzt, komm hier. Vielleicht liest er deine Bücher. Oh, das wäre so witzig. Ja, was liest denn ihr eigentlich so für Bücher? Weil das ist mein Hobby und dachte, ich glieder mich mal ein, wa? Würde ich mich interessieren für, was du so liest? Fände ich jetzt toll, wenn du mir das erzählen würdest. Weil ich mag auch Kochbücher, wa? Also ich bin da sehr offen und flexibel. Ja, ja. Und das mit dem Wetter aktuell ist echt kacke. Ja, ja, so Bücher, weiß ich nicht. Also, ich mag gerne so trashige Romanzen mit bisschen Porn drin, die so sehr trashig sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, das habe ich auch schon mehr so internetmäßig oder kaufst du auch echte Bücher, die man so kaufen kann? Weißt du, so echt, nicht nur angucken, sondern... Ja, kaufe ich im Internet. Man kriegt die aber dann echt zugeschickt. Ein richtig saftiger Grillkäse-Scheiß, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich verstehe eure Sprache nicht. Ich verstehe keinen von euch, muss ich jetzt mal sagen. Redet ein bisschen über das Kochen, wenn ihr schon über Grillkäse redet. Und dann macht mal ein bisschen was Witziges. Klopf-Klopf-Witz und... Okay, sie stellt sich einfach dazwischen, das ist in Ordnung. Willst du über Pinguine erzählen? Hey, steh jetzt hier im Weg. Was soll das? Ihr sollt arbeiten. Was ist denn los hier? Ich wollte einen Witz erzählen. Damit wir ein bisschen Spaß haben, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ihr seid alle so, was soll ich denn sagen, so trübe Clowns, wa? Ja, nee, ich stehe nicht so auf Witze. Finde ich jetzt komisch, warum findet ihr das nicht witzig? Ja, wir müssen für Essen sorgen, also ich wollte im Dschungel ein bisschen jagen gehen. Ich hab Geld, Leute, ich hab Geld, ich könnte uns was zu essen besorgen. Okay, ich halte mich mal aus der Unterhaltung raus und gehe schlafen, weil wir... Okay, ihr akzeptiert mich nicht. Ich habe das schon verstanden, wa? Ignoriert mich ruhig alle. Oh mein Gott, Ben, tut mir so leid. Niemand mag ihn. Dann geh schlafen. Oh mein Gott, wir müssen Ben integrieren. Wir müssen hier... Also die Walla, die uns angegraben hat, mit der könnten wir vielleicht mal ein bisschen, ne, quatschen. Vielleicht, ja, hier, sie da, ne? Vielleicht kommen wir da unter, aber Ben ist halt einfach der Außenseiter. Der hat die Vorlesung geschwänzt, kam halt nicht zum Studiumsunterricht, hat sich jetzt erst überhaupt für das Auslandssemester eingeschrieben, hat sich nie integriert, alle nur so, was will der hier bei uns? Da, eieiei, das wird noch ein ganz schönes Stückchen Arbeit. Morgen gehen wir erstmal in den Dschungel und buddeln ein bisschen was aus. Vielleicht können wir ja Walla mitnehmen. Weil wir sollen ja in Teams arbeiten wahrscheinlich, ne? Man soll ja nicht alleine in den Dschungel gehen. Dann nehmen wir Walla und unseren Guide mit, unseren Führer, der uns durch den Dschungel bringen soll. Und dann geht's mal richtig rund. Aber solange müssen wir jetzt einfach den Regen und die Einsamkeit ertragen. Tschüss, Leute!